so Jump-and-Run-Spiele, so Mario und solche Sachen. Kannst du das gut? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich freue mich, dass du mich und Jani wieder begleiten willst in Unravel. So, jetzt gucke ich mal. Ich bin hier noch im Strandlevel unterwegs und irgendwie sollte ich wahrscheinlich meinen Faden an den Haken machen, vermute ich mal. Ich gucke mal, ob das von da oben vielleicht besser geht. So. Oh, nee, ich gehe mal weiter. Aber ich glaube, so weit wird mein Faden leider nicht reichen. Oh, ein Möwchen. Nein, da komme ich nicht rüber. Also ich muss irgendwie da rankommen. Groß schwingen kann ich hier jetzt ja leider nicht. Aber ich kann natürlich mal gucken. Oh, upsala. Upsala. Einmal hier hoch bitte, Jani. Nee, schwingen geht gar nicht. Ah, okay. Ja, so geht's dann. Alles klar. Ich habe mich mal festgebamselt und jetzt hole ich hier ganz Schwung. Ich bin hier bestimmt am Hafen, weil die Kisten, die hier stehen, der Leuchtturm ist nicht fern. Guck mal, und im Hintergrund sieht man dann so ein Häuschen noch stehen. Ne, so ein... Es könnte eine Fischerhütte sein vielleicht. Und auch die ganzen Möwen hier. Und das sind anscheinend Krabbenfischer. Denn da sind noch so Krabbenreusen oder sowas. Geh weg, du Möwe. Ich brauche den Faden. Ja, dann da oben geht's weiter. Guck, das ist auch so eine, so wie für Krabben eigentlich, ne? Wie eine kleine Reuse. Ich gucke jetzt, ob das Wasser hier kommt, weil Jani kann nicht schwimmen. Ich knote hier mal lieber fest. Oh, upsala. Oh, da sind aber viele Krebse da unten. Oh, 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 oh. Gleich 4 Stück. Oh, huhuhuhu. Nee, nee, ich knote hier fest. Sicher ist sicher. Ja, die wollen mich nämlich schnappen. Und ich versuche mich da jetzt mal rüber zu schwingen. Vielleicht brauche ich auch diese... Ich weiß es nicht genau. Aber wie soll ich die... Oh, 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 hoch hier, Jani. Hoch, hoch, hoch. Wow, das war knapp. Ich muss die wahrscheinlich ja irgendwie... Oh nein. Die haben mich zerfetzt. Ich muss die ja wahrscheinlich irgendwie runter machen, oder? Aber wie das geht, muss ich jetzt echt mal austesten. Kann ich nicht? Warte mal, Jani. Jani, kannst du... Jani... So. Ein Knoten reinmachen, bitte. So, und jetzt hier mal ordentlich rüberschwingen. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Aber ich kann jetzt hier nicht... na gut, ich kletter jetzt hier mal hoch. Ich weiß noch nicht so genau, wie das gehen soll. Das ist wieder ein kleines Rätsel für mich hier heute. Wie soll das funktionieren? Was denkst du? Was soll ich jetzt als nächstes tun? Ich kann ja eigentlich nur oben lang jetzt erstmal klettern, oder? Bist du jemand, der dann so Sachen, der sich dann... Oh! Der dann einfach so wild drauf losprobiert? Ich bin eigentlich jemand, ich gucke mir das jetzt an und sehe, da vorne ist noch eine Möglichkeit, mich festzutüdeln, ne? Guck mal, jetzt ist natürlich die Frage, ein einziger Krebs ist da hinten aber noch. Den konnte ich nicht zu mir herlocken. Guck mal. Da drüben, siehst du das? Oh, upsala.
Mit viel Gespringe und viel Geschaukel hat es dann doch noch geklappt. Ich kann so Springpassagen immer eigentlich nicht so toll. Kannst du sowas gut? So Jump-and-Run-Spiele, so Mario und solche Sachen, kannst du das gut? Ich bin in sowas eigentlich immer nicht so gut, aber mir gefällt das schon, mir macht es schon Spaß. So ist es nicht, ne? Aber ich kann das meistens nicht so toll. Und ich mache jetzt hier mal auf. Oh. Noch ein Stückchen. Komm, Jani, wir machen auf. Wir schaffen das. Jani, los. Komm, Jani. Mach auf. Und dann geht's schon wieder zu. Wie soll das funktionieren? Vielleicht kann ich ja... Komme ich da irgendwie hoch? Ja, guck mal, von hier. Wenn ich jetzt meinen Faden... Oh. Ich habe gedacht, da über das Seil vielleicht meinen Faden mache. Vielleicht komme ich dann da hoch. Oder was denkst du? Könnte das klappen? Vielleicht. So. Und jetzt. Nein, das geht trotzdem nicht. Ich habe gedacht, wenn ich das vielleicht nochmal darum tüdeln. Oh, aber dann könnte es langsam eng werden. Upsala. Funktioniert. Und husch. Oh, hier ist es aber dunkel. Guck mal, die Musik wird auch gleich ganz leise. Mal gucken, wo ich jetzt hier gelandet bin. An einem Boot. Oh, Bootfahren finde ich auch toll. Bist du schon mal Boot gefahren oder nur Schiff? Oder vielleicht nur Boot? Man kann im Sommer ja auch Tretboot fahren zum Beispiel, ne? Oder... Ruderboot oder Kajak? Bist du schon mal mit dem Boot unterwegs gewesen oder hast du sowas noch nie gemacht? Wenn nicht, unbedingt ruhig mal ausprobieren. Das macht sehr viel Spaß. So. Da oben ist noch was. Da kletter ich noch hoch. Und auch da mache ich wieder einen Knoten rein. Denn es sieht so aus, als müsste ich da oben irgendwas holen. Ich kann da auf alle Fälle was schieben. Und das kann ich auch wahrscheinlich schieben hier. Ja, komm her. Oh, zieh das mal, kleiner Jani. Ich muss immer den richtigen Knopf finden. So. Oh. Und geht's jetzt? Wow, okay. Jetzt ist es hier wie eine Wippe. Ich weiß nur noch nicht genau, wofür ich das mal noch brauche. Ich kann das nicht weiter mitnehmen, nee. Keine Ahnung, wofür das dann gut sein wird. Ach, vielleicht, um mich darüber zu schwingen. Guck mal. So. Und dass ich auf das... Nee, da wollte ich jetzt nicht hängen bleiben. Vielleicht so. Und ich muss mich schwingen. Wow. Ich glaube ja... Oh, das dachte ich mir nämlich schon. Hm, wie komme ich denn in das Boot hinein? Ich probiere es nochmal mit Schwingen, oder? Aber ob das der richtige Weg ist, weiß ich natürlich nicht. Komm her, wenn ich hier... So, von hier aus. Das müsste doch reichen von der Länge, wenn ich ganz viel Anschwung nehme. Meine Füße schlurren schon ein bisschen auf dem Boden. Ich darf halt da nicht hängen bleiben. Und da ist... Ja, ich habe schon... Ich habe schon gesehen, da ist ein Knötchen, das ich benutzen kann. Ich bin nur noch nicht hin an dem Motor. Oh, noch ein Stückchen vielleicht, Jani. Jani, komm, wir schaffen das. Jawohl, gut gemacht. Und rauf mit dir, kleiner Jani. Und mach hier schnell einen Knoten rein. Geschafft. Und schwupp bin ich auf dem Boot. Das ist ein Ruderboot, ne, mit einem kleinen Außenboot, Bordmotor. Aber Ruder sind auch noch da und die Farbe ist schon ganz abgeblättert und ein Name steht gar nicht drauf auf dem Boot. Aber wo geht's hier weiter? Wo geht's hier weiter? Muss ich den Motor bewegen? Ich mache einfach mal einen Knoten da rein und zieh mir das mal. Oh ja, sieht so aus, guck mal. Ja,
Oh, da muss ich ein bisschen weiterziehen wahrscheinlich. Komm. Das muss man ja immer ein paar Mal bewegen eigentlich. Ah, nee, ich weiß noch nicht so genau, wie das geht. Mal gucken. Weiter kann ich nicht ziehen. So kriege ich den Motor nicht zum Laufen. Ist da oben noch irgendwas? Nein. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Mal gucken, was passiert. Na, weiter geht's nicht. Guck mal. Weiter kann ich nicht ziehen. Nur loslassen. Aber da tut sich nichts, gell? Das ist ja verrückt. Vielleicht fehlt auch Benzin. Vielleicht ist irgendwas kaputt noch. Irgendwas, was ich vielleicht reparieren muss? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich kletter jetzt hier nochmal rauf. Also auf das Seil kann ich nicht zurückklettern. Ich guck mal nochmal vorne im Boot. Aber ich glaube, das Geheimnis werde ich in dieser Folge gar nicht mehr lüften können. Ich glaube, das muss warten dann bis zur nächsten Folge. Ha. Das ist ja verrückt. Ah, ich durfte keinen Knoten reinmachen. Ja, aber jetzt, was jetzt? Was jetzt als nächstes? Nee, hier ist... Oh, oh, hier kriege ich nur nasse Füßchen. Das ist ja nicht... das ist ja nicht richtig. Jetzt müssten natürlich eigentlich... Müsste ich das Boot ja noch runterlassen, ne? Ins Wasser. Aber wie soll ich das machen? Vielleicht muss ich hier den Knoten lösen. Nein. Ha, wie kriege ich das Boot denn nur ins Wasser gelassen? Dann könnte ich mit dem Bötchen bestimmt losfahren. Das wäre cool. Kann ich? Warte mal. Kann ich das hier lösen? Nein. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich das Seil da lösen, weißt? Und hier auch nicht. Einmal hochklettern wieder. Upsala. Obala. Da ging es ja auch nicht weiter, nein. Da kann ich auch nichts mit den Gewichten noch machen oder so. Tja, aber was soll ich jetzt dann als nächstes tun? Das weiß ich gar nicht. Oh je. Yeah. Na, kleiner Jani, ich glaube, das Geheimnis lösen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt auf alle Fälle sehr fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und Begleiten. Und hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder mit dabei. Und hoffentlich kriegen wir dann das Boot zu Wasser gelassen. Ich hatte auf alle Fälle Spaß an der Folge. Ich hoffe, du auch ein kleines bisschen. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch.